Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76 mit meiner reizenden Assistentin. Hallo. So, da die Powerrüstung in der letzten Folge ein klein wenig lidiert worden ist und ich sowieso noch was reparieren muss, würde ich sagen, hauen wir hier nochmal rein und reparieren das gleich mal auf 200% hoch. So, und da ich vorhin nicht aufgepasst habe mit meinen Waffen, mache ich sie jetzt komplett voll und dann passt das auch wieder. Ach, siehst du, jetzt sieht es auch wieder schick aus. Das sieht ja mal so aus, als wenn das Spiel abgeschmiert ist, wenn ich in den Bunker in meine Rüstung einsteige. Erstmal zwischendrin Schwarzbild. So. Ja, ist jetzt nicht so wild. Dann gucken wir jetzt mal, dass ich mich hier nochmal ein bisschen versorge. Und dann gehe ich jetzt nochmal kurz nach draußen, um vom Beckett mir eine Quest zu holen. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht von Beckett. Ich nutze eigentlich meistens immer da Gear. Bei meinem aktuellen Camp habe ich die Verbündeten entfernt. Okay. Das bringt nichts da. Fragen dann nur rum. Und ich habe ein Mega-Faultier hier vor der Haustür. Ne, komm mal, einen kleinen Mega-Faultier. Komm, komm, komm. Siehst du, ich habe noch was vergessen. Das kann ich mir gleich mal holen. Mhm. Ich wollte doch den Plasma-Caster mitnehmen. Was? Ein Plasmawerfer. So. So, und hier haben wir sogar noch Plasmakartuschen. Deswegen hatte ich auch eine Waffe weggelegt. Ne, den hatte ich ja Plasma Gnade genannt, ne? Nee? Hieß der hier noch Junkie? Ah, manchmal nenne ich sie um, manchmal nicht. Sollte mal wieder einheitlich machen hier. Da ist er doch. Jawollo. So, weil dann kann ich nämlich auch trotz Heavy meine kritischen Dinger fertig kriegen hier. Weil das Ding macht ja gut Schaden. So, Beckett. Ich habe interessante Neuigkeiten. Ja, dann erzähl mal. Oh, kann ich sonst noch was für dich tun? Nö. So, Rettle-Siedler-Kolonist. Na denn. Wo soll ich den denn retten? Da oben. Haben wir sonst noch irgendwas Cooles? Eine Bäfliegen-Horde Moor. Da ich sowieso gerade aus dem Moor komme, ne? Wird's doch ein moorisches Fest. Oder nicht, Maus? Jojo. Jojo, lass mich in Ruhe, ey, oder was? Nee. Guck mal, ganz viele Vögel. Vogel. Fliegende Vogels. Die jetzt irgendwie alle landen. Warum auch immer. Ich bin schon bewusst, dass euch das nicht hilft. Fliegen die jetzt außen rum oder was? Was ist es denn, was du da hast? Blutkäferhorde. Ach komm, machen wir es anders. Wenn ihr hier die ganze Zeit hin und her fliegt wie so eine Patrouille. Ich wollte gerade sagen, weil Vögel gibt es ja ein Dings nicht mehr, oder? Nee. Warum eigentlich nicht? Na, überleg mal, warum es keine Vögel mehr gibt. Hätten ja auch mutiert sein können. Ach so, mutierte Vögel. Hm. Eigentlich hast du schon recht. Könnte auch was mutiert bei rumkommen. Hm. Ich meine, Hühnchen und so, Bockwurks und so, das sind auch wirklich. Gibt's auch nicht. Es gibt vielleicht noch Vögel, aber die sieht man vielleicht nicht. Unsichtbare Vögel. Die unsichtbare Vögel vor allen Dingen. Du hast doch gesagt, man sieht sie nur nicht. So, der schwimmt über mir hier. Guck mal runter. So. So schwimmt der über. Ja, wir sind doch im Wasser, oder nicht? Sind wir nicht Wasserlebenswesen? Ich wiederhole, Thunder Mountain ist offline. Okay.
Alle Brüder mit Erfahrungen im Bereich Ingenieurwesen bitte umgehend für Reparaturen im Werk. Müssen wir nicht heute noch irgendwas in der Werkstatt machen? Ja, baue etwas. Dann nehme ich mir diese Werkstatt jetzt mit meiner Fahne an. Hier hast du gefurzt? Ja. Hier stand ein ehemaliger Raider. Und der andere ist gleich mit in die Luft geflogen. War das zufällig meine? Ja, das waren sogar meine. Nice. Naja, wer? Du. So. Chromkorken gemacht. So ist das doch schön. Komm, ich habe gleich wieder auf meine 2000 hier. So, was bauen wir dann? Baue irgendetwas, ne? Und ansonsten baue irgendetwas. Das ist zweimal dasselbe, bloß einmal fünfmal und einmal fünf, zehnmal. Na gut. Ich habe einfach Teppiche aufeinander gestapelt. Ach, na, du bist uncool, Mausi. Teppiche. Du hast das Beste nicht hingestellt, was du dir sogar noch geholt hattest. Lass mich. Ja. Ich bin enttäuscht von dir, Mausi. Okay, kann ich mitleben. Weil nur Stahlflümchen ist das Beste, um hinzustellen. Jetzt musst du sie aufeinander stapeln. Okay, dann stapel ich sie aufeinander. Ein Flümchenturm. Das hatten wir zwar schon mal gemacht, aber hey. Hey, Freilandhaltung. Das ist das Kampfroboter. Willst du mitmachen? Sekunde. Muss ja noch. So. Den schiefen Turm von Flümchen. Kampfroboter. Na gut, den können wir ja ganz schnell durchziehen hier. Machst du hier schon wieder heimlich irgendwelche Questen triggern, ja? Events triggern, ja? Wieso heimlich? Ich sag sogar noch Bescheid. Ich bin ja nicht manch anderer, der nicht Bescheid sagt. Ja, Entschuldigung, ab und zu vergesse ich das halt. Ich bin halt Ego. Hast du schon alle Rohren? Rohren? Ja, alle Röhrchen? Nee. Allen nicht autorisierten Personen wird geraten, den Bereich sofort zu verlassen. Andernfalls drohen schwerwiegende Konsequenzen. Dies ist Ihre einzige Warnung. Rohren? Na, ja, so in etwa. Okay, ich habe einen Fusionskern. Das ist jetzt schon abgeschlossen, ohne die Dinger fertig zu machen hier. Hä? Was denn fertig machen? Ereignis abgeschlossen, Kampfroboter. Ja, und? Ja, und? Okay, gut. Auf einer Freilandhaltung. Was ist jetzt dein Problem? Mein Problem ist, dass man immer noch die Robis, die den Spawn töten sollte und die denn die Codes einsammeln. So. Was für Codes? Ich will doch nicht deren Code einsammeln. Ja, nee, doch, musst du. Du Bist musst dich? Du musst Code einsammeln. Ich sammle doch keinen Roboter-Code auf Bill, Mann. Warum nicht? Das ist Lektra-Code. Das ist extra da für die Codierung. Da greifen Verbrannte an, Mausi. Hilfe. Los, Kühe. Lasst euch nicht anschießen. Nicht anschießen. Komm. Nicht anschießen lassen. Fangt ihr erst wieder an, rum zu aggern. Das wollten wir nicht. Jetzt habe ich so viel E gedrückt, dass ich sogar aus der Powerrüstung raussteige. Verteidige die Braben, Mausi. So. Opa Turtle ist doch da. Dann ist doch alles wunderbar. Okay. Nicht? Ja. Du wirst gleich überrannt.
Ich hab mich schon gewundert, wo die sind. Der eine Kuh glitscht erstmal durch die Gegend. Na komm, und jetzt aber Abmarsch wieder zurück ins Glied. Die eine andere Kuh macht den Moonwalk. Ja, gönn ihr das doch. Fehlt eigentlich nur noch Mumu. Und ich meine nicht die andere Mumu, ne? Also ich meine, das ist immer zwar festgehalten. Ja. fehlt eigentlich nur noch die weißen Socken, die Schuhe, der Hut. Ja, ja, und Blutkäfer. Ich heute nicht ins Watz nehmen darf. Ja, die Kühe blockieren dich. Die blockieren dein Sichtfeld. So fett sind die Kühe auch wieder nicht. Die haben eine riesen Hitbox. Also Hitbox? Das ist eine Hitbox. Das ist keine Hitbox mehr, das ist eine Hitbox. Das spielt sämtliche Hits ab. Wo kommt denn der Bär auf einmal her? Ja, die Kühe laufen doch weiter. Mann, diese behinderten Kühe. Kann so nicht wachsen. Ich konnte den jetzt auch nicht anwatzen. So, dann lass mal Papi mit dem Pfefferstreuer vor. So. Ja, was los, Earl? Wolltest du nicht zu mir kommen? Aber regenerieren die? Ja. What the fuck? Was sind die für eine Regenerationsrate? Sie halten gut 200 Schuss aus meinem Pfefferstreuer aus. Das ist der Wahnsinn. Meine Fresse, das sind Superkühe. Mhm. Superman wäre eifersüchtig. Das sind ja schon die Batman-Kühe, ne? Nee, das kann nicht sein. Batman steht über allem. Achso. Wie lange brauchst du noch zum Kochen? Wie lange? Wie lange? Ich habe gerade angefangen. Ich gehe meinen Siedler retten. Bin ich gerade fertig. Tschüss. So. Aha. Ja, es kommt davon, wenn man so ungeduldig ist. Hallo? Ungeduld in Person, ja? Dann geh ich nach Kraften. Nee, geh nach Kraften. Hust. Anspielung, Hust. Ja, nee, das kannst du jetzt alleine machen. So, Hust. Mich aber nicht wieder voll, wenn ich dann irgendwas alleine mache. Nee, mach ich nicht. Du machst das ja ständig. Du sagst nie Bescheid, wenn du zu einer Horde gehst. Ich hatte die Horde angesagt, welche ich gehe, ja? Nein, hast du nicht. Hab ich wohl. Hast du nicht. Habe ich wohl, ich habe Videobeweis. Das lasse ich mir hier nicht unterstellen, ja? Ach je. Du Turtelmuschel, du. Ach, du Mausimuschel, du. So, Kolonist, bitteschön. Tschüss. Krieg noch nicht mal ein Danke dafür. Bitte. Na, von dir kriegst du sogar noch das Bitte. Mhm. Schlimm mit den ganzen Mutanten hier. So, dann sagen wir mal kurz Beckett Bescheid. Dann kann ich ja hier jetzt schon mal ein klein wenig was rausnehmen. Nee. Guten Tag. Ja, guten Tag. Guten Tag. Danke, dass du Mann, jetzt so, komm her, du sollst mitmachen, Mensch. Jetzt weiß ich, warum Beckett nicht mehr, der quatscht immer so viel. Ja, ich komme ja schon. Eigentlich wollte ich jetzt keinen Graftentag machen. Ja, du willst aber ein Event haben. Nee, ich will Strahlenschlägerei haben. Ja, mach alle. Müsste schon da sein. Hier ist der Bürgermeister von Graf.
Grafton mit einer wichtigen Mitteilung. Es ist mal wieder Grafton-Tag. Das Monster von Grafton und seine Roboterbetreuer werden bei der Parade sein. Was ist er denn? Jeder mag da. Paraden. Nur das Monster, okay, ist despawned. Nur bei der Nase. Er spawnt wieder. Aber looten durfte ich nicht. Egal. Oh, tut mir so. Leid. Ah, nö. Hauptsache fertig. So. Und weiter. Ich hab noch Questen zu erledigen. Ich hab noch so viel zu tun. Tja, was mache ich jetzt? Questen. Hattest du nicht sowieso deine Superquests noch? Deine Hauptquests? Ja, wann willst du die denn machen? Der rückt alles wieder jetzt ins rechte Lob. Okay, keine Lust, oder was? Es ist wunderbar. Okay. Willkommen, leider. Aus. Oh, was? So, und Honig abgeben. Kommen Sie. Nächste Quest fertig, wunderbar. Dann schaffen wir noch einmal den Campenpark. Kriegen wir noch alle hin hier. Also ich glaube, wir haben heute den Pinball-Server gefunden. Aber selbst Sweetie ist jetzt gerade ein bisschen durch die Gegend geeiert, als wenn er irgendwie, ja, irgendwas an der Schubdüse hat. Okay, und ich habe fruchtbare Erde getriggert, falls sie kommen wollen. Nee, fruchtbare Erde, Mausi. Hallo, Event abschließen, wöchentliche. Ja, ganz ehrlich, wir sind erst bei der zweiten Folge dieser Aufnahmesession, ja? Und ich habe jetzt schon bald die Hälfte meiner Events fertig. Ja, ich hab schon. Ja, schön, ich noch nicht. Ich brauche noch nicht so schnell. Ich warte auf die Ausrufezeichen, die sind mir wichtiger. Modus anlocken. Ja. Lahmviertel. Ja. Probieren Sie meinen Wettbewerb. Vergesst nicht, Beifahrer geht auch noch, ne? Gewinnen Sie als Preis. Fehler. Hem. Standard Persönlichkeit initialisiert. Wo ist jetzt der letzte Aufseher? Stand ID Schrott. Hab ihn aufgegessen. Ist in Betrieb. Bitte Aktion starten. Ich hab ihn aufgegessen. Auf Ziel, hat lecker Schrott geschmeckt. Werfen, jetzt habe ich gerade voll Bock auf ein Mettbrötchen. Oh ja, schön mit Zwiebeln. Oh, hallo. Wollen Sie es noch mal versuchen? Dann schwingen Sie sich mal zu den Wagen. Ohne Pfeffer schmeckt ja gar okay, nicht. Okay, so. Dann legt sie mal los. Du wolltest letztens ohne Pfeffer. Das stimmt doch gar nicht. Hast du gesagt, I mit Pfeffer. Ist klar. Was siehst du dir hier schon wieder aus dem Finger, da? So, aber ich will jetzt erstmal meine Dinger hier abschmeißen. Gesundheit. Wo ist denn das Pikachu? Ich habe einen Pokéball geschmissen. Achso. Huch. Huch? Was ist Huch? Ich laufe in einen Mr. Farmhand rein. Mit ihm geknuddelt. Aha. Mir wolltest du nicht knuddeln, ja? Hä? Wir haben doch geschmust. Nein. Doch. Wie zu wenig. Hey, Sie wieder. Schön, hallo, aber du hast mich sogar zum Einschlafen gebracht, ja? Sie kennen das ja. Ich doch gar nicht. Kommen Sie an, wenn Sie bereit sind. Sowas könnte ich nicht. Okay, Honey. Auf die Plätze. Schlaf. Fertig. Wolltest du eigentlich noch was zu fressen machen, aber nein, du hast mich in den Schlaf gekuschelt. Wollt's eh nichts mehr essen. Wir sind sowieso zu dick, also von daher passt das. Wenn man eine Mahlzeit ausfallen lassen, passt das schon. Weißt schon, dass das auch ansetzt, ne? Ja, ist doch egal. So, wo ist jetzt dieser dämliche Keller? Ich finde den immer nicht. Den habe ich aufgegessen. Hab ihn zugemauert. Nee. Und mach da jetzt meine kranken Experimente drin. Nee. Ah, da ist der Keller. Wo hast du den Keller gefunden? Lauft! Bringt das Bier in Sicherheit, sonst ist es weg.
Das Bier kannst du behalten. Ja, deswegen ja, du würdest es ja nur wegkippen. Nee, eigentlich nicht. Nee? Nö. Bringst du mir dein Bier mit? Von mir aus. Es ist nur Bier. Ich habe was gegen Zigaretten, aber nicht gegen Bier. Aha. Aber die ist auch da unten. Ja, die wirst du da nicht wiedersehen. Nein! So, ganz schnell mal ein bisschen klein machen. Sonst wird man ja hier wieder jedes Mal angerempelt. Ist lustig, wenn ich die im Watz nehme und nur 60% Trefferchance habe. Ich schieße irgendwo sonst wohin, aber nicht da, wo ich hinschießen könnte. Kann man ja auch abbiegen. Ah, ja, ich komme ja gleich. Bin ja gleich da. Wäre dann mein 7. Event. Mhm. Pass auf, bevor Spanschlägerei kommt, bin ich dann mit der wöchentlichen fertig. Mein 7. Event. Ja, das ist auch schon mein 8. denn. Ich werde hier zu Events gezwungen. Hilfe! Ja, sonst ist es immer andersrum. Ja, heute ist es mal andersrum. Ich bleib nicht stehen, kannst du knicken. Einsatzkräfte und leistungsfähige Einsätze. Na komm, dann gehen wir mal Gas hier. Hast du aufgemacht, ja? Jupp. Schnute Wachbot. Lassen Sie sich nicht unterkriegen. Oh, gleich mein nächstes Event. Gleich meine nächste Stufe. So, das okay. Wollte ich sagen. Wäre meine zweite, glaube ich. Ja, meine zweite. Du bist heute schon wieder fix hier. Ja, alles deine Schuld. Wieso meine Schuld immer? Ja, du hast doch Lunchen durchgeschmeißt. Nee, habe ich nicht. Du hast zwei nachgeschmissen. Aber nur, weil ich deine zwei nicht gekriegt habe. Ja, siehst du, also bin ich nicht schuld. Doch. Nein, lass sie nicht weglaufen. So, jetzt muss nur noch einer kommen, ne? Jo. Ich bin angeschickt. Hab ihn erledigt. Gut. So, einmal schnell looten. Kammerjägersroboter. Hm. Und Räder Autostim. Na gut, aber. Nichtsdestotrotz, ne, Mausi? Ja. Machen wir jetzt hier an dieser Stelle einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn. Tschüss.